Guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Eigenständig profitable Handelssysteme entwickeln und das mit dem EA-Generator. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend live dabei sind, sich für das Thema interessieren und entsprechend sich die Zeit nehmen. Und ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen von FXFlat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich wiederum begrüße an der Stelle den David Warney, der mit uns das Webinar hier heute veranstaltet. Schönen guten Abend, David. Danke auch für deine Zeit. Und bevor wir tatsächlich dann jetzt auch final starten, schauen wir uns wie immer den Risikohinweis an, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So. Genug vom Intro und ich gebe jetzt sehr gerne den Bildschirm weiter an David. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß und wenn irgendwas ist, ich bin wie immer im Hintergrund. Perfekt, Nelson. Vielen Dank für deine Einleitung und man sollte jetzt eure schöne Webseite sehen, oder? Ja. Super. Perfekt. Dann dir nochmal vielen Dank für die tolle Einleitung und von mir auch ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Ja, was ist heute Thema? Automatisierte Handelssysteme erstellen, ohne eine Zeile zu programmieren. Generell, das Algo-Trading ist ja unser Thema, was wir von AlgoCamp schon seit vielen, vielen Jahren auf die Fahne geschrieben haben. Und ja, heute habe ich die Ehre, mit Ihnen die nächsten circa 60 Minuten verbringen zu dürfen, um über das Thema zu reden. Kurz zu meiner Person, ne? Ich bin David Warney und aktuell ja, 32 Jahre alt und ich würde sagen, das Laufen habe ich im Trading-Bereich schon gelernt. Seitdem ich arbeiten kann oder darf, bin ich genau in dem Bereich aktiv, wo wir uns heute bewegen. Das heißt, ich habe nicht gestern oder vorgestern mir ein, zwei Bücher durchgelesen und bin jetzt der Meinung, was darüber erzählen zu können, sondern ich habe ja, meine Ausbildung damals mit, kurz bevor ich 16 geworden bin, in einer Berliner Vermögensverwaltung angefangen. Und die hat auch genau das gemacht, worüber wir heute reden, automatisch an der Börse gehandelt. Das heißt, eigenständig Systeme entwickelt, Handelsstrategien programmiert, getestet, analysiert, optimiert und so weiter. Das heißt, da war ich circa 8,5 Jahre angestellt, erst in der Ausbildung, dann noch ein paar Jahre da gearbeitet. Und ja, das heißt, indem ich quasi Geld verdienen darf, kommt das Geld von der Börse. Und heute sind jetzt auch schon 17 Jahre her. Das heißt, die letzten 17 Jahre bin ich in dem Thema drin, worüber ich heute rede. Und deswegen, ja, ich finde es persönlich immer ganz, ganz wichtig zu wissen, wer da gegenüber eigentlich sitzt und etwas über das Thema erzählt, um so ein bisschen die Informationen zu gewichten. Das mache ich selbst immer ganz gerne, wenn ich mir irgendwo was durchlese, anhöre, dann schaue ich erstmal, steckt da was dahinter. Heute ganz konkret, was machen wir heute? Heute geht es nicht um die Programmierung, das ist das Schöne. Wir wollen nicht schauen, wo finden wir fertige Handelssysteme. Wir möchten nicht in die Programmierung reingehen, das sind ganz andere Welten. Sondern wir wollen direkt uns den EA-Generator ansehen. Ich gehe ganz kurz mal in das Tool rein. Der EA-Generator ist, der Name verrät es schon so ein wenig, ein Online-Tool, um eigenständig, ohne eine Zeile zu programmieren, Handelssysteme entwickeln zu können. Das heißt, wir können nur mit der Maus, ohne eine Zeile zu programmieren, alles vollständig im Browser, uns Strategien zusammen, ich sage klicken, bewusst klicken, weil wir keine Zeile programmieren. Wir können die analysieren innerhalb von Sekunden. Also wenn wir mal an unseren MetaTrader denken, wir da den Strategietester aufmachen und dann überlegen, ich würde jetzt den Euro-Britisch Pfund von 2017 an bis heute backtesten, ob im 5 oder lassen wir jetzt mal beim 30. Ich glaube, vom Zeitraum her würde es fast schon das Webinar füllen. Also wer schon mal mit dem MetaTrader-Tester oder mit dem Strategietester vom MetaTrader gearbeitet hat, der weiß, es ist sehr zeitaufwendig. Und gerade in der Entwicklungsphase, das heißt, wenn wir eine Strategie entwickeln oder ein Handelssystem gerade aufbauen, ist das so der nervige Punkt. Wir nehmen ein paar Einstellungen vor, optimieren das, lassen den Test laufen, wir müssen wieder 20, 30 Minuten warten. Dann haben wir das Ergebnis, wir optimieren das, bauen noch ein bisschen am System drumherum, testen wieder und warten wieder. Das ist sehr, sehr aufwendig. Und das
haben wir mit dem EA-Generator nicht. Das heißt, wir haben quasi die Backtest-Engine genommen und quasi in ein Online-Tool gepackt. Das bedeutet natürlich auch, alle Tests, die wir heute durchführen, das heißt, wir versuchen, jeden einzelnen Punkt vom EA-Generator mal durchzuarbeiten, alle Arbeiten, alle Rechenarbeiten werden nicht auf unserem PC zu Hause durchgeführt, oder auch Mac, da läuft es natürlich auch, sondern auf unseren Servern. Das heißt, auch wenn Sie zu Hause nebenbei noch was anderes machen und nicht die gesamte Hardware oder Rechenleistung fürs Backtesten nutzen wollen oder wenn Sie einfach keinen leistungsstarken PC oder Mac haben, dann ist das alles gar kein Problem. Egal, wie schnell oder langsam Ihr PC ist, die gesamte Rechenleistung wird bei uns auf den Servern durchgeführt. So, und bevor wir auf die einzelnen Funktionen eingehen, ganz wichtig für Sie natürlich, Sie können am besten nach dem Webinar, wenn Sie sagen, okay, das interessiert mich, können Sie gerne alle Funktionen, die wir heute durchgehen, es gibt nur eine klitzekleine Funktion, die es nicht dafür gibt, einfach einen kostenlosen Testzugang holen. Und der ist wirklich kostenlos, also wir fragen keine Kreditkartendaten ab oder ähnliches, sondern es ist wirklich komplett unverbindlich. Sie erstellen sich kostenlos einen Testzugang. Also wenn Sie auf unsere Webseite gehen, algo-camp.de, dann oben bei Produkte haben wir hier den Algo-Generator. Und dann klicken wir einfach auf kostenlos testen, tragen wir uns hier ein und dann bekommen wir den Testzugang. Regulär läuft der Testzugang immer 5 Tage. Es sind nicht allzu viele Tage, aber wir können hier tatsächlich alle Funktionen nutzen. Exklusiv für heute, für das Webinar oder für Sie als Kunde von FXPad gibt es die Möglichkeit, wenn Sie sich heute den Testzugang erstellen, dann läuft er 2 Wochen durchgehend. Lassen Sie sich bitte nicht irritieren von den automatischen E-Mails, die kommen, dass der Testzugang abläuft oder der Hinweis überall. Im System ist es jetzt aktiviert. Alle, die sich ab jetzt bis Mitternacht heute einen Testzugang erstellen, der läuft 2 Wochen. Komplett unverbindlich, wie gesagt, die 5-Tage-Regelung ignorieren. Das gilt für heute alle oder für alle, die heute beim Webinar mit dabei sind. Okay, das dazu. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier überhaupt alles genau machen können. Wir haben einen Kurzüberblick, bevor wir auf die Funktion mal eingehen. Wir haben den Generator. Wir haben die Strategieansicht. Wir haben die Sammlungsansicht und wir haben die Portfoliofunktion. Ich würde sagen, wir beginnen, das ist eigentlich so das Schönste, um direkt zu sehen, was das Ganze kann, in der Strategieansicht. In der Strategieansicht sind wir richtig, wenn wir sagen, wir haben eine grobe Idee im Kopf, wissen aber noch gar nicht, ob die überhaupt profitabel ist. Dann können wir die uns hier, wie gesagt, zusammenklicken, ohne eine Zeile zu programmieren. Grob vom Überblick, was haben wir überhaupt? Wir haben hier eingestellt, wir nehmen den Euro-Dollar auf Stundenbasis. Das heißt, die Zeitintervalle, die hier verfügbar sind, die kennen Sie wahrscheinlich alle aus dem MetaTrader 4 oder 5 oder primär aus dem 4er. Wir haben eine Großzahl an Assets. Ganz wichtig, vorweg schon eine große Information. Die historischen Daten hiervon werden auch von uns automatisch gepflegt. Das heißt, ich habe jetzt hier den Euro-Dollar ausgewählt und die Daten gehen von 2007 an bis heute 14 Uhr. Das heißt, die sind immer einigermaßen oder fast top aktuell, also vor 4 Stunden aktualisiert worden. Und das gilt für nahezu alle Assets, die wir hier haben. Also ja, die sind um 15 Uhr aktualisiert worden, 15 Uhr. Ja, also wie gesagt, die sind nur ein paar Stunden alt. Das heißt, das Problem, was Sie vielleicht aus dem MetaTrader kennen, mit den historischen Daten, fällt hier schon mal weg. Wir müssen nicht die typische Suche starten, wo finde ich saubere historische Daten. Die Daten sind natürlich sauber. Ja, also wenn wir die Daten genau betrachten, wir haben keine Großlücken, wir haben keine Tageslücken, die fehlen, wir haben keine Spikes in den Kursen. Also für das, was kostenlos an Daten im Netz findbar ist, es gibt natürlich noch eine ganz, ganz andere Kategorie, wo wir für historische Daten Preise ausgeben müssen, wofür wir uns auch einen Sportwagen holen können. Aber für uns normalen Trader sind das schon die besten Daten, die verfügbar sind. Das alles ist hier vorhanden, natürlich nicht für alle Assets der Welt. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten gerne den südafrikanischen Rand gegen den mexikanischen Peso handeln, dann werden Sie die Daten hier wahrscheinlich nicht vorfinden. Was nicht heißt,
dass Sie den IA-Generator nicht mit diesen Daten auch testen können. Die Daten können Sie auch selbst einspielen, aber darauf kommen wir später zurück. Das geht schon etwas mehr in die Tiefe. Okay, ganz konkret. Was sehen wir hier? Wir sehen hier unsere Einstiegsregeln. Ich glaube, das ist einfach aus dem letzten Test noch vorhanden. Wir haben unsere Ausstiegsregeln. Wir haben hier hinten oder an einer Seite unser Performance Chart. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal alles raus. So, und starten das mal von Grund auf. Okay, also Performance Chart nicht vorhanden. Ich sage einfach mal, ich möchte als Einstiegsregel nehmen. Was nehmen wir? Unseren beliebten SMR. Wir nehmen einen einfachen, Periode 14, nehme ich auf 50. Ich sage, wenn die Kerze überhalb vom SMR eröffnet, dann möchte ich long gehen. So. Dann stelle ich noch ein, was möchte ich traden pro Position? 0,1 Lot passt. Ich möchte long und short gehen. Bei einem Gegensignal, ja, möchte ich auch entsprechend die Position wechseln. Den Stop-Loss lasse ich fixierend nachlaufen. Ich lasse ihn nachlaufen auf 66 Pips. Gefällt mir nicht. Ich nehme 60 Pips. TP, brauche ich einen TP? Wenn ich keinen nehme, dann nehmen wir standardmäßig immer das Gegensignal, also quasi das Kreuzen des SMAs von oben nach unten. Aber ich sage, gut, ich nehme hier noch 150 Pips mit, drücke auf Speichern. Was Sie vielleicht nebenbei gesehen haben, der Performance-Chart hier basiert auf die Performance von 2007 an bis 2023 und er aktualisiert sich oder er berechnet sich innerhalb von nicht einmal einer Sekunde. Und klar, wir versuchen nicht auf Krampf jetzt hier eine profitable Strategie zusammenzuklicken, darum geht es gar nicht. Die ist jetzt negativ, ob positiv oder negativ, spielt hierbei auch erstmal gar keine Rolle zur Demonstration. Aber ich mache es nochmal. Wir können gerne mal auf den Kontostandchart hier achten, wie sich die ganzen Daten aktualisieren. Ich gehe nochmal in unsere Einstiegskriterien rein. Da haben wir nur den SMA auf 50. Ich sage, ich ändere ihn jetzt auf 150. Und wenn ich jetzt hier rausklicke, dann sehen wir direkt, das ist wahrscheinlich nicht ganz so gut zu erkennen, aber wir sehen zum einen die Linie von davor, das heißt mit dem 50er SMA, und daneben die Linie mit den 150er SMA. Das heißt, wir haben in wirklich nicht einmal einer Sekunde schon den gesamten Test von 2007 an bis heute durchgerechnet. Drück auf Akzeptieren. Dann sehen wir nur noch diesen einen Performance-Chart. Und zwar ist das die Performance von dem, was wir uns hier zusammengeklickt haben. Gehen wir in die Ausstiege. Ich möchte nicht nur den TP oder SL gerissen haben, sondern ich möchte als Ausstieg einfach den MACD haben. Ich sage über die Nulllinie, ich kann ihn hier konfigurieren, also jetzt so wie wir die Indikatoren konfigurieren. Das kennen wir wahrscheinlich alle auch aus dem MetaTrader 4 oder 5, wo wir die Indikatoren einstellen können. Das werden Sie wahrscheinlich wiederfinden. Wir können ihn einstellen, wie wir möchten, drücken auf Akzeptieren und sehen auch hier sofort wieder das Ergebnis. Und das ist eigentlich so der Hauptbereich vom IA-Generator, wo wir uns stundenlang aufhalten können. Wir können noch weitere Einstiege hinzufügen. Die Auswahlindikatoren ist schon relativ gut gefüllt. Ich nehme den RSI. Wenn ich sage, der RSI muss auch noch über der Signallinie sein, auf Close-Basis, Periode 20, Signallinie 40, drücke auf Akzeptieren und es ist hier umgesetzt. Wie gesagt, die Daten sind, das Ergebnis ist nicht profitabel, aber darum geht es auch gar nicht. Das Ganze können wir relativ groß ausbauen. Wir können, ich glaube, limitiert ist das auf 8 Ein- und Ausstiege. Das heißt, wir können hier noch zahlreiche weitere Indikatoren hinzufügen. Wir nehmen den noch rein. Okay, immer noch negativ, nicht schlimm. Wir nehmen nochmal, was nehmen wir noch rein? Stochastik nehmen wir noch rein und so weiter. Also wir haben am Anfang ja schon die Liste gesehen, können es relativ groß aufblähen. So. Wir sagen, okay, Performance passt. Passt jetzt natürlich nicht, darum geht es aber auch nicht. Wie sieht es überhaupt mit dem euro-australischen Dollar aus? Sofort das Ergebnis. Stunde 1, okay, ist mir ein bisschen eh zu wenig, wir müssen mehr Action haben. Ich gehe auf Stunde, auf Minute 5. Da sehen wir schon mal die gleiche Performance, aber ein bisschen weiter ausgeschoben. Das heißt, hier können wir uns drin bewegen, ohne, wie gesagt, eine Zeile zu programmieren.
Und jetzt, das ist eigentlich die schönste Funktion, würde ich sagen, wenn wir sagen, wir sind mit der Performance zufrieden. Sind wir es natürlich nicht, aber angenommen. Dann können wir hier oben einfach auf, wir klicken hier oben auf automatische Strategie und sagen dann exportieren für den MetaTrader 4 oder MetaTrader 5. So, ich sage jetzt einfach mal für den MetaTrader 4, den habe ich offen und zack, haben wir sofort das automatisch generierte Handelssystem einsatzbereit. Das heißt, ich würde es jetzt öffnen, ich kopiere das Ganze, mache den MetaTrader auf und auf Expert, gehe dann oben, so wie wir jedes Handelssystem installieren, Dateiordner öffnen, drücke auf MQL4, Experten und hier fügen das Ganze ein, einfügen, aktualisiere die Ansicht kurz und zack, haben wir hier unseren IA drin. Den können wir auf den Chart anwenden. Wir können hier nochmal einen Backtest durchführen. Wir können es auf dem Live-Konto handeln lassen, Demo-Konto. Das war's. Ja, und wenn wir in den Code reingehen, das ist auch das Schöne, es wird hier nichts versteckt. Also selbst wenn Sie sagen, das Basteln liegt mir dann doch und ein bisschen programmieren kann ich oder ich kenne einen Programmierer, dann können wir hier auch natürlich noch manuell dran rumarbeiten. Das ist das Schöne. Also wir geben Ihnen alles, was hier in dem Bereich möglich ist. Wir sagen nicht, gut, das Handelssystem, das geben wir raus als ausführbares System, sondern wir geben noch den gesamten Quellcode mit dazu in dem Bereich. So, ich gehe kurz wieder zurück in den IA-Generator und gucke nochmal kurz auf die Fragen. Ne? Das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Gerne einfach die Fragen, wenn sie kommen, reinschreiben. Wir werden sie wahrscheinlich am Ende vom Webinar noch ein paar Minuten Zeit haben, aber ich gucke gerne immer nebenbei rauf und nehme die Fragen mit rein, wenn es passt. Die Frage nach den Assets, wie gesagt, ne, also was nicht verfügbar ist, kann einfach importiert werden, das ist nicht das Problem. Wir sehen hier die Indizes, die verfügbar sind. Also eigentlich sollten wir die alle drin haben, die gefragt wurden. Wir haben ein paar Kryptowährungen, Edelmetalle, viele, viele Devisen, ein paar Aktien. Aber das kann später auch noch importiert werden. Dann haben wir Custom-Indikatoren werden nicht nur erstellt. Genau, das ist immer ganz wichtig und das ist wahrscheinlich ein Fragebereich, der noch relativ oft kommen wird. Der IA-Generator hat seine Grenzen. So, natürlich werden wahrscheinlich noch heute die Fragen kommen, ist der Indikator XYZ verfügbar? Ist dieser Indikator verfügbar? Der IA-Generator hat ein Ziel. Wir haben ihn mit einem Ziel aufgebaut. Er soll einfach zu nutzen sein. Es gibt da draußen natürlich einige Generatoren von Strategien oder von Handelssystemen. Ziel vom IA-Generator ist es nicht, die abgefahrenste, extremste Strategie mit 15.000 mathematischen Formeln, Bedingungen und Indikatoren aufbauen zu können, sondern der Fokus liegt hierbei, Strategien schnell zu testen, schnell zu exportieren, schnell lauffähig zu machen, ohne große Programmieren. Deswegen, wir haben uns bei den Indikatoren, die Auswahl ist, ich würde sagen, gut gefüllt, ein bisschen mehr als standardmäßig MetaTrader auch vorhanden ist, an Indikatoren auch viele, viele Abwandlungen. Ich meine, zum Beispiel beim Durchschnitt haben wir jetzt hier einen Eintrag als einen Indikator, ja, aber dahinter verstecken sich nochmal, ich sag mal, Unterindikatoren. Wir haben natürlich den SMA, wir haben den EMA, wir haben den TMA und nochmal Bedingungen dazu. Das heißt, wie nutzt man den SMA? Er muss steigen, er muss fallen, eine Kerze öffnet überhalb, unterhalb, die Richtung ändert sich und so weiter. Das heißt, dass in einem Indikator, der hier in der Liste verfügbar ist, sind noch viele, viele Unterfunktionen, sage ich mal, mit dazu. Deswegen, individuelle Indikatoren können hier nicht importiert werden. Das ist eine Grenze. Und es gibt nicht den Supertrend leuchtend neonfarbenen Indikator XY. Den gibt es ja auch nicht. Wir haben uns darauf geeinigt und darauf den Fokus gesetzt, dass man es relativ schnell verstehen kann und auch nutzen kann. So, eine Frage haben wir noch und dann können wir im Plan weitergehen. Habt ihr für mich einen Tipp, wie ich generierte Strategien am besten dokumentieren kann, zum Beispiel Confluence, Excel oder sogar in einer eigenen Datenbank? Welche Erfahrungen habt ihr selbst gemacht? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Auch eine sehr, sehr gute Frage, das habe ich gar nicht so oft gefragt. Ich glaube, daran denken viele auch gar nicht in dem Bereich. Wenn wir hiermit arbeiten, dann werden wir wahrscheinlich relativ viel
Output haben, also viele Strategien. Irgendwann ist der MetaTrader auch ein bisschen voll mit den ganzen, ja, mit den ganzen EAs, die wir exportiert haben. Und irgendwann verlieren wir relativ schnell wahrscheinlich den Überblick. Was wir empfehlen, und damit kommt man auch relativ weit, ist sich einfach, das ist so das Einfachste natürlich, klar, Confluence sind schöne Tools, aber ich weiß gar nicht, ob es auch kostenlose Versionen von gibt, wir nutzen es auch, aber die Firmenlizenz kosten immer etwas. Eine einfache Sache ist zum Beispiel einfach eine Ordnerstruktur aufzubauen. Das heißt, wenn wir die Systeme generieren, dann haben sie immer schon eine individuelle Nummer. Hier 3993366. Wir könnten einfach einen Ordner erstellen. Wir packen den EA dort rein. Wir machen einen Screenshot hiervon. Das heißt, wir speichern uns nochmal die Einstellungen hiervon, um das optisch ein bisschen zu sehen. Und wenn es für uns relevant ist, später zur Selektion, können wir auch noch eine Excel-Tabelle erstellen und da so eine kleine Liste machen. Das heißt, Spalte 1 ist quasi der Name vom EA und dann in den nächsten Spalten packen wir die Werte rein, die für uns wichtig sind. Also wenn für uns zum Beispiel wichtig ist, dass das Handelssystem viel tradet, würde ich zum Beispiel die Anzahl der Trades mit draufnehmen. Wenn wir sagen, wir wollen den durchschnittlichen Profit pro Tag relativ groß haben, dann nehmen wir das rein. Also jeder hat da so eigene, sag mal, eigene Kriterien, die einem wichtig sind, worauf man achtet. Oder von mir aus der absolute Gewinn. Und dann kann man das so ein bisschen selektieren. Und dann sollte man auch noch die Übersicht behalten, auch wenn man schon 50, 60 EAs erstellt hat, um dann später ein bisschen zu selektieren und sagen, okay, das am ersten Tag war ganz gut, aber das, was ich nach 20, 30 Tagen entwickelt habe, ist schon viel, viel besser. Und dann können wir ein bisschen ausselektieren. Und so haben wir dann auch die Übersicht. Also das ist so die Empfehlung, wie man das relativ schnell starten kann. Ansonsten klar, wenn Confluence da ist, wenn Lizenz da ist, kann man das dann nochmal schöner aufbauen. Okay, gehen wir weiter. Nehmen wir an, wir haben unsere Strategie. Dann können wir natürlich sagen, okay, Performance passt. Ich gucke einfach nur auf den Chart. Reicht mir, ich exportiere das Ganze. Wir wollen aber wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, auch ein bisschen mehr daran arbeiten. Wir würden sagen, okay, ist zwar schön, aber ich will auch wissen, was passiert da überhaupt genau und wie sieht das überhaupt ganz genau aus. Das heißt, wir müssen etwas mehr auswerten. Und dafür haben wir hier einige, sag mal, einige Reiter, einige Bereiche im Bericht. So, das heißt natürlich, im Performance-Chart haben wir haben relativ viele, natürlich auch nicht wieder alle, aber viele wichtige Kennzahlen, die wir hier in der Übersicht haben. Wir haben einige weitere Darstellungen, was jetzt zum Beispiel den Profit auf Wochentage angeht, Gewinn-Verlust-Wochentage auf die einzelnen Stunden. Das alles sind wichtige Daten, um nochmal herauszufinden, okay, es ist zwar profitabel, aber vielleicht erkenne ich ganz schnell Muster, vielleicht erkenne ich ganz stark, okay, komischerweise, wieso auch immer, sind die Trades von 17 bis 18 Uhr Katastrophe. Ja, haben wir schon mal eine Bedingung, die wir eventuell einbauen könnten, dass wir sagen, wir meiden den Punkt oder untersuchen den Punkt. Das ist jetzt hier in der Darstellung relativ klein, weil das System schon nach 2 oder nach einem Jahr das Konto geschrottet hat. Aber die Darstellung auf Monate runtergebrochen, finde ich persönlich sehr, 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 sehr wichtig. Deswegen unsere Handelssysteme, die wir auf der Webseite präsentieren, visualisieren wir auch immer monatsbasierend. Wieso ist das so wichtig? Nehmen wir an, die Performance wäre einfach profitabel. Ne? Sie würde nicht von oben links nach unten rechts gehen, sondern von unten links nach oben rechts. Das heißt profitabel. Da würden viele schon sagen, super, passt. Lass ich einfach laufen. Aber wir sollten den Blick auf die Monate werfen. Und dann würden wir, das ist natürlich jetzt eh ein rotes Beispiel, aber dann würden wir zum Beispiel erkennen, okay, Mai, Juni, Juli, August, das waren Verlustmonate. Und dann kann ich mir selbst schon mal die Frage stellen, würde ich das im Live-Trading überhaupt aushalten? Die Performance-Kurve würde jetzt schön aussehen, aber wie ist das überhaupt, wenn ich jetzt 4 Monate am Stück Verluste mache oder auf der Stelle trete? Würde ich das aushalten? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das habe ich in den letzten Jahren in der Zusammenarbeit mit vielen, vielen Tradern gelernt, dass das ein Punkt ist, den man nicht unterschätzen darf. So, wir sollten nicht immer nur nach Performance-Kurve schauen, sondern wir sollten uns auch so ein bisschen in die Situation oder in die Monate zurückversetzen und so in die Frage stellen, würde ich das aushalten in dem Bereich? Aber gut, wie gesagt, von den Kennzahlen her muss immer jeder selbst wissen, was so für einen selbst wichtig ist. Achte ich auf den Gewinnfaktor, achte ich auf Anzahl der Trades,
auf den Drawdown und so weiter und so weiter. Eine Sache, die ich persönlich sehr schön finde, um die Strategie überhaupt weiterzuentwickeln, ist dieser Bereich, wenn wir so auf Berichte und dann auf Indikatorchart gehen. Da sehen wir den Markt zum einen, das heißt, wir haben natürlich hier die historischen Daten und wir haben aber auch alle Indikatoren mit dargestellt, die wir in dem Beispiel nutzen. So, das heißt, wir haben RSI, Stochastik, MACD und so weiter angewendet, auch einen Durchschnitt und das sehen wir auch. Und wir sehen auch hier im Chart dann, wenn die Trades da sind, müssen wir jetzt natürlich Jahre zurück, weil es relativ schnell geschrottet wurde, das Konto, aber wir würden dann auch in dem Bereich sehen, okay, hier war ein Einstieg, hier war ein Ausstieg. Und wir können uns so relativ einfach auch wieder mit der Maus uns die Verlusttrades ansehen oder auch die Gewinntrades ansehen und schauen, woran liegt's, wie kommen die Verluste zustande. Ich kann also, nehmen wir an, hier wäre ein Trade, dann gehe ich einfach nur mit der Maus rauf und wenn wir dann ein bisschen nach hier unten schauen, so, gut, ich muss mit der Maus oben bleiben, unter dem Chart sehen wir ein bisschen Text und da sehen wir zum Beispiel die ganzen Indikatoren aufgelistet und wir sehen auch in dem Beispiel, wie genau in dem Moment zum Beispiel alle Indikatoren ausgerichtet sind. Wir sehen, RSI ist, hat ein Sell-Signal, Stochastik ist auf Sell, da oben haben wir ein Buy-Signal und so können wir zum Beispiel auch immer schauen, wenn wir uns die Frage stellen, okay, hier wäre doch der perfekte Einstieg. Wieso ist er nicht reingegangen? Ah, okay. Indikator XYZ hat einfach gesagt, das ist ein Long und kein Short und deswegen gab es den Trade nicht. Und das ist für mich der Bereich, um eine Strategie, um an einer Strategie zu arbeiten und zu optimieren. Einfach wirklich in den Chart schauen und die Trades analysieren. Woran liegt es? Wieso läuft es gut? Wieso läuft es schlecht? Nur so können wir im Endeffekt dann wirklich auch weiter optimieren. Das heißt, wir haben dann so eine kleine Entwicklungsschleife, würden wieder in den Editor zurückgehen, hier wieder ein bisschen was bearbeiten, sagen, gut, das kommt raus, das kommt rein, das passe ich an und dann können wir in der Berichtsspalte wieder weitersehen. Drawdown, Stagnation, wie gesagt, also von den Charts her ist das Angebot hier viel, viel größer als das, was wir im MetaTrader haben. Im MetaTrader, gerade im Vierer, haben wir ja nur unseren Performance-Chart, eine Auflistung der Trades und das, ja, das war es ja eigentlich schon. Auflistung der Trades haben wir natürlich auch, wenn wir das möchten, können wir das auch ansehen. Ist, finde ich, auch etwas übersichtlicher als jetzt im MetaTrader, ob direkt im MetaTrader oder ob wir ein Statement ziehen. Hier können wir durch die einzelnen Seiten scrollen und das ansehen und natürlich auch exportieren, falls wir das irgendwie in eine Excel-Tabelle schieben möchten und dann nochmal ein bisschen genauer ansehen. Also, was Berichte angeht, können wir auf jeden Fall einen großen Haken ranmachen. Ich glaube, hier findet jeder, was er sich irgendwie wünscht oder was er braucht. Wenn was fehlt, ist der Export da und dann kann das Ganze noch in Excel oder wo auch immer importiert werden. Okay, am Anfang hatte ich ja gesagt, wir haben ja verschiedene Bereiche und das war quasi der Bereich, ich erstelle mir manuell meine Strategie, ich habe grob eine Idee, ich möchte schnell testen und sehen, was herausspringt. Dann haben wir natürlich auch noch den Generator. Der Name verrät es da so ein bisschen. Das Tool heißt EA-Generator. Natürlich können wir es selbst manuell generieren oder aber wir nutzen nochmal die Hilfe des Algos, um uns Algos zu erstellen. Ich mache es einfach mal und dann erkläre ich ein bisschen mehr. Ich sage lieber EA-Generator. Ich möchte eine Strategie für den Euro-Dollar auf Stundenbasis. Ich gebe dir ein paar Vorgaben. Das Volumen, gut, das spielt jetzt keine Rolle, das können wir einfach anpassen. Ich möchte Long und Short gehen. Ich möchte eine Stop-Loss immer verwenden, möglicherweise verwenden. Also dann würde ich sagen, gut, EA-Generator, sieh zu, wie es läuft oder nicht. Ich sage natürlich Stop-Loss, möchte ich immer haben. Ich will keine, ich bin nicht im Casino, sondern ich möchte da ein bisschen professionell daran gehen. Ob fixierend oder nachlaufen, soll er selbst herausfinden. Ich gebe ihm einfach nur eine Bedingung an. Der sollte schon mindestens 30 Pips groß sein. Und ich will keine Monster-Stop-Loss haben. Also sagen wir, machst du maximal 150 Pips. Gewinnmitnahme, also Take-Profit, sage ich, ja, machst du gerne. Mindestens sollte schon größer sein als der Stop-Loss, maximal 200. Und dann die letzte Einstellung. Ich sage, wie viele Indikatoren darf er maximal verwenden? Sage ich, gut, für den Einstieg 6 Stück, passt, für den Ausstieg 3, ist in Ordnung. Und ich kann jetzt eine Zeit geben. Und wir
wollen jetzt nicht ewig davor sitzen und zusehen, wie der Generator generiert, sondern ich sage einfach nur, du bekommst jetzt eine Minute. Und dann drücke ich auf Start. So. Und dann sehen wir schon, wir haben jetzt 3, 4, 5 Sekunden und wir haben hier oben schon ca. 300 Strategien durchgerechnet. Solange wir durchrechnet, gucke ich nochmal ganz kurz auf die Fragen. Vielen Dank. Geben Sie uns dann per E-Mail den Promo-Link oder wie funktioniert das? Wahrscheinlich meinen Sie den 14-Tage-Testzugang. Den können Sie einfach auf unserer Webseite beantragen. Ich kann gerne gleich nochmal einen Link reinposten. Also auf algocamp.de oben bei Produkte, den Algo-Generator. Und dann können wir einfach zu dem Bereich kostenfrei testen klicken. Und hier steht zwar 5 Tage, aber es ist im System eingestellt. Wenn Sie jetzt den Testzugang erstellen, dann läuft der 2 Wochen komplett kostenlos. Ich schicke den gerne nochmal hier im Chat rein. Dann können Sie das erstellen. Muss nicht jetzt sein, können auch gerne nach dem Webinar das erst erstellen. Wie gesagt, alles von heute bis Mitternacht ist es automatisch im System eingestellt, dass das dann 2 Wochen läuft. Zurzeit kommt bei der Beantragung ein Fehler. Oh, okay, das ist gut zu wissen. Wenn das bei allen anderen auch so ist, dann erstmal danke für den Hinweis. Dann schreiben Sie uns gerne einfach an. Dann gerne einfach hier unter das Kontaktformular nutzen, kurz anschreiben und sagen, ich komme vom Webinar, ich möchte den Testzugang haben und dann schicken wir das wahrscheinlich morgen früh, wenn wir wieder im Büro sind, raus. So, gehen wir zurück. Wir haben jetzt, 1 Minute ist abgelaufen, wir haben 1700 Strategien durchgerechnet. So, jetzt ist die Frage, was kam dabei raus? Dann gehen wir den Reiter in den Bereich Sammlungen. Und hier sehen wir jetzt alle Strategien, die er generiert hat in dem Bereich. So, wir können also jetzt hier über 10 Seiten uns alle Strategien ansehen, die mindestens, ja, zumindest profitabel sind. Und natürlich auf den ersten Blick können wir schon ein bisschen filtern, ne? Wir sagen natürlich, okay, ja, das ist jetzt hier irgendwie zwar profitabel, aber könnte ich auch, brauche ich nicht, passt mir jetzt nicht so. Und ich sage eher, was ist für uns optisch im ersten Moment ganz schön? Nehmen wir zum Beispiel diese Strategie. Ne? Dann klicke ich auf. Die Strategie, die der Generator für uns generiert hat, wird dann automatisch in dem Bereich eingespielt, wo wir vorhin unsere Strategie zusammengeklickt haben. Jetzt macht das Analysieren natürlich ein bisschen mehr Spaß, weil die Strategie auch profitabel ist. Da stecken ein paar Trades hinter. Kann ich mir das Ganze nochmal ein bisschen schöner ansehen und analysieren. Wie sehen die Daten aus? Jetzt haben wir wahrscheinlich hier unten auch die schönere Ansicht, was die Monatsperformance angeht. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel auf einen Blick, okay, wir haben Jahre mit einem Verlust oder jetzt 3 Jahre von den 16 Jahren mit Verlust. Okay, das passt, aber ich sehe zum Beispiel auch, wir haben hier viele Monate, wo nicht gehandelt wird. Ne? Das ist schon mal so ein Punkt, wo wir sagen, stört mich das? Wenn es meine einzige Strategie ist, würde es mich persönlich stören. Wenn ich ein Portfolio aus mehreren Systemen habe, dann wäre es mir eigentlich egal, ob dann ein System mal ein paar Monate nicht handelt. Aber das Schöne ist, wir haben hier in dem Bereich quasi nicht die Blackbox, sondern wir können ganz genau nachsehen, was macht die Strategie eigentlich. Wir sehen hier, wir haben 4 Einstiegsindikatoren, wir haben für den Ausstieg 3 Stück. Wie ist jetzt hier zum Beispiel ein SMA-Cross definiert? Okay, 2 einfache, also SMAs, Periode 6 und 9, okay, verstehe ich. Der Stop-Loss ist auf 66, der TP auf 193, okay, verstehe ich und kann natürlich noch dran arbeiten. Ne? Also wenn ich jetzt hier sage, boah, 9er SMA, das ist, weiß nicht was, oder 6er MA, die Teufelzahl, die nehme ich nicht, der muss ein 5er rein, dann mache ich halt ein 5er, okay, ist natürlich, sieht jetzt anders aus, die Performance-Kurve ist immer noch profitabel, passt, nehme ich, dann kann ich natürlich so wie vorhin sagen, exportieren, MT4 oder MT5 und zack, ist das System auch schon wieder da. So, das können wir mit allen Systemen, also allen Strategien machen, die wir zusammengestellt haben. Ich sage, okay, das habe ich jetzt, ist exportiert. Das finde ich auch noch schön, gucke ich mir auch noch an. Oh, okay, ADX mag ich nicht, nee, das System gefällt mir nicht, gehe ich zurück und schaue hier die einzelnen Seiten durch. Und wir müssen natürlich sagen, wir haben dem IA-Generator jetzt nur 1 Minute Zeit gegeben. Klar, wir sitzen ja hier im Webinar, wir wollen jetzt nicht 30 Minuten raufgucken, wie das Ganze läuft. Das heißt, wenn wir dem ein bisschen mehr Zeit geben, ich glaube auch nur 20 Minuten sind das schon sehr, sehr, sehr viel Zeit für ihn, dann sind die, das, was bei rauskommt, auch schon viel, viel schöner. Da stecken mehr Trades dahinter, da ist ein bisschen mehr Hand und Fuß dahinter. So, aber wie gesagt, das ist eine Funktion. Ne? Das heißt, wir haben nochmal rückwirkend gesehen,
dem Bereich, wo wir manuell uns durchklicken können und Strategien erstellen können. Auch hier nochmal schön zu sehen, der Indikatorchart. Und wir haben den Generator, wo wir wirklich nur sagen, ich habe eigentlich keine konkrete Idee, lieber IR-Generator, hilf mir ein bisschen. Wir müssen dann natürlich nicht sagen, okay, ich nehme das über blind, aber dann haben wir wenigstens, das machen sehr, sehr viele. Das freut mich immer, über das Feedback unserer Trader, die halt sagen, sie brauchen so ein bisschen eine Grundlage, oder? Sie wissen nicht genau, sie haben keine grundlegende Strategie. Und mit dem IR-Generator stellen sich sehr, sehr viele einfach eine grundlegende Strategie, auf die sie aufbauen können. Das heißt, sie haben jetzt hier eine grundlegende Strategie, die erstmal funktioniert, die sie sich dann genauer analysieren, die sie wirklich paar Tage traden, schauen, wie kann ich das optimieren, wo kann ich noch was dran feilen, passt das auch zu mir, ganz wichtig, traden es vielleicht auch manuell nach, um dann so die eigene Strategie dann zu finden, dafür ist es ganz schön. Das ist der zweite Bereich. Dann haben wir natürlich noch die Portfolio-Funktion. Ich sage mal selbst, ein Algo-Portfolio ist ein bisschen die Formel 1 im Algo-Trading. Wir können natürlich ein System laufen lassen. Das ist schon mal besser als gar keins. Wenn wir wenigstens mal mit einem automatischen Handelssystem starten, haben wir neben unserem manuellen Trading einfach ein extra Konto. Da läuft ein Handelssystem drauf. Wenn wir mal nicht gut drauf sind, selbst Verluste generieren. Im Idealfall haben wir unseren Algo, der Gewinne macht. Wir haben keine Zeit, keinen Kopf dafür. Durch Arbeit, Familie, Privatleben und so weiter. Dann agiert wenigstens noch der Algo nebenbei. Das ist ein schöner Start. Wenn wir aber sagen, wir möchten vielleicht etwas mehr Geld in die Hand nehmen und wir möchten das auch professioneller aufbauen, dann finde ich persönlich, ist das Portfolio immer eine ganz, ganz so gute Sache. Mein Musterbeispiel, ich bringe es immer ganz gerne, weil es wirklich sehr, sehr gut passt, ist es, wenn wir uns überlegen, wir möchten in Immobilien investieren. So, wie sieht der große professionelle Immobilieninvestor aus? Der wird natürlich auch nicht nur eine 60 Quadratmeter Wohnung in Berlin-Kreuzberg kam und sich dann auf der Visitenkarte schreiben, Immobilieninvestor. Ist natürlich wunderbar, ist eine tolle Sache, da steckt viel, viel Wert dahinter. Aber was kann passieren? Im schlimmsten Fall, vielleicht brennt die Wohnung, vielleicht haben wir einen Mietnomaden, irgendwas passiert, irgendwas muss passieren, wir haben gar keine Einnahmen mehr. Das heißt, von Mieteinnahmen bis hin zu gar keinen Mieteinnahmen plötzlich mehr oder auch Kosten, weil was mit dem Eigentum ist. Das Ganze kann im Algo-Trading natürlich auch so sein. Wenn wir uns die Performance zum Beispiel hier angucken von diesem einen Testsystem, dann kann es natürlich einfach mal sein, dass wir, wie jetzt hier 2012 zum Beispiel, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, Verluste generieren. So, das System arbeitet kurz schlecht. Und wie gesagt, die Jahre danach, wir hätten nur durchhalten müssen, wäre alles okay gewesen oder 2019, ein anderes Beispiel, wir haben hier fast ein Jahr lang kein Trade. Ja, das heißt quasi, unsere Mietwohnung ist fast ein ganzes Jahr nicht bewohnt, weil wir keinen passenden Mieter finden. Der Immobilieninvestor würde natürlich mehrere Immobilien haben in verschiedenen Städten, verschiedene Preislagen, verschiedene Kategorien, gewerblich, privat, um so ein Portfolio aufzubauen. Das heißt, wenn dann mal etwas ist mit einem Objekt, eine Wohnung nicht bewohnt wird, einen Mietnomaden haben oder was auch immer dann mal ist, ist das schade. Aber wir müssen, ich sag mal, es fällt unterm Strich nicht auf. Ob dann 150.000 Euro Mieteinnahmen reinkommen oder ob 145.000 Euro reinkommen, natürlich fehlen uns die 5.000 Euro so ein bisschen, aber es ist nicht so gravierend. Wir müssen unseren Lebensstandard, sage ich mal, jetzt nicht anpassen. Deswegen, das gehört einfach zum Geschäft dazu. Und das Gleiche, finde ich, können wir auch im Algo-Trading übertragen. Wir haben im Idealfall ein Portfolio aus 3, 4, 5, 10, 20, wie auch immer Strategien, die natürlich auch alle möglichst gering miteinander korrelieren. Das heißt, wir haben jetzt nicht 20 Euro-Dollar-Systeme, die alle Trends handeln auf 5-Minuten-Basis, sondern Währungen, Indizes, Kryptos, Aktien, Trendsysteme, Kontratrendsysteme, Systeme, die kurzfristig unterwegs sind, langfristig, mittelfristig unterwegs sind. Das ist ein schönes Portfolio, wenn wir das dann aufbauen. Und das ist natürlich viel, viel Arbeit. Das heißt, erstmal ein System finden, welches profitabel arbeitet, ist schon nicht ohne. Dann 5, 10 oder 20 Systeme zu finden, ist nochmal ein bisschen mehr Arbeit. Und auch da unterstützt uns der IA-Generator ein wenig. Wir haben hier nämlich den Tab Portfolio. Und in dem Portfolio können wir die Strategien, die wir erstellt haben, hinzufügen.
und nochmal Portfolio-Tester testen, sage ich mal. Also gehen wir kurz in unsere Sammlung zurück. Wir sagen, wir haben ja hier oben ein Plus, ne? Das heißt, wir können zum einen hier raufklicken, dann haben wir die Detailansicht. Oder ich sage, direkt hier oben exportieren für MetaTrader 4, MetaTrader 5 oder ich sage, löschen gefällt mir nicht. Und das Plus sagt zum Portfolio hinzufügen. Und ich mache das jetzt einfach mal für diese Strategie. Dafür gefällt mir auch. Gehe dann in unseren Portfolio-Reiter und sehe im Inhalt, wir haben hier unsere Strategien drin. Das heißt, wir haben hier unser kleines Portfolio, sind noch ein paar alte Strategien davor, die ich vom letzten Mal noch mit drin habe. Aber ich kann jetzt in dem Bereich, und das ist die eine Funktion, die in dem Testzugang nicht funktioniert, aber wenn wir ehrlich sind, ist das, überleben wir das gerade so, können wir hier sagen, herunterladen. Können natürlich sagen, löschen, was auch immer. Aber wenn wir keinen Testzugang haben, dann können wir uns ein EA herunterladen, der all diese Systeme beinhaltet. Das heißt, wir müssen dann nicht im MetaTrader, gehen wir wieder rein, wir müssen jetzt hier nicht 1, 2, 3, 4 Charts offen haben und jeweils ein EA laufen lassen, sondern wir können, wenn wir möchten, einen EA herunterladen, exportieren und in diesem einen EA sind dann alle 10, 5, 20, wie viele EAs auch immer. Ob man es haben möchte, ob man es braucht oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Klar ist die Übersicht natürlich ein bisschen schöner, wenn wir jetzt nicht 20 Charts offen haben. Aber klar, wenn wir mal sagen, wir möchten Strategie 1 von 50 entfernen, dann ist es halt schwierig. Ne? Dann müssen wir nochmal das Portfolio hier zusammen erstellen und dann exportieren. Aber auch hier können wir miteinander spielen. Wir können sagen, okay, das gefällt mir alles nicht, das möchte ich wieder rausnehmen. Ich habe jetzt mein Portfolio aus 3, 4. Wie gesagt, ob sie es dann einzeln exportieren und am MetaTrader laufen lassen oder ob sie es als Portfolio nutzen, spielt keine Rolle. Ne? Wir haben es jetzt hier raus. Wir gehen wieder zurück in unsere Sammlung und sagen, okay, ich selektiere nochmal ein bisschen besser. Ich brauche jetzt hier nur diese drei Systeme, habe mein Portfolio. Und jetzt haben wir nicht nur hier die Inhalte, wo wir natürlich auch nochmal raufklicken können, auf die Details gehen, sondern wir haben auch, und das ist, finde ich persönlich auch eine wunderbare Funktion, die wir sehr, sehr oft und gerne nutzen, auch die Portfolio-Ansichten in dem Bereich. Ne? Wir haben, gehen nochmal in Inhalte, wir haben diese drei Performance-Kurven, gut, mit den Details, 1000 Berichte, 1000 Kennzahlen, ganz viele Details und aber auch hier vorne dann den Portfolio-Chart und die Portfolio-Kennzahlen. Das heißt, wir sehen, was macht das Portfolio insgesamt überhaupt. Gucken wir nochmal auf die drei einzelnen Strategien. Gut, sehen alle gut aus. Ja, Verlustphasen sind manchmal ein bisschen da, ein bisschen unangenehm, die Durstphasen. Im Gesamtportfolio-Ansicht sieht das schon mal etwas besser aus. So. Gehen wir zurück in unsere Sammlung, sagen wir noch, gut, ich brauche jetzt noch dieses System. Gehe ich wieder in mein Portfolio, habe ein Fitness-System bei und der Chart hat sich auch wieder aktualisiert. Das heißt, wir können nicht nur einzelne Strategien und analysieren, sondern wir können auch das gesamte Portfolio analysieren. Denn diese Funktion gibt es im MetaTrader direkt zum Beispiel auch nicht. Da müssten wir alle Systeme einzeln exportieren. Und dann, ja, eigentlich wahrscheinlich über Excel uns das irgendwie zusammenkleben, damit wir einen Gesamtchart bekommen. So, die Arbeit können wir uns auch sparen. Wir können uns das Ganze auch einfach hier in der Portfolioansicht darstellen lassen. Haben wir also auch den Bereich Strategien. Wir erstellen uns eigene Systeme. Wir haben den Generator, wo wir sagen, mach mal bitte, ich gebe dir ein paar Vorgaben. Hier ist unsere kleine Spielewiese, wo wir alles sehen, was der Generator generiert hat. Wir haben unsere Portfolioansicht. In all den Bereichen gibt es nochmal, ich sag mal, kleine Unterbereiche, kleine Unterfunktionen. Wir können zum Beispiel auch im Strategiebereich sehen, wir haben hier zum Beispiel auch noch viele, viele Reiter hier oben. So, was versteckt sich dahinter? Wir haben in der Generierung, also in dem Bereich, wo wir selbst die Strategien zusammenklicken, auch nochmal ein Optimierer eingebaut. Ja, natürlich stellt sich jetzt die Frage, der Stop-Loss von 41 ist jetzt wirklich der beste. Kann ich auch sagen, lieber E-Generator.
Ich möchte mal, dass du ein bisschen nochmal durchtestest, also nur diese eine Strategie durchtestest. Alle Parameter, die hier gesetzt sind, die sollen so bleiben. Die wähle ich ab. Aber ich sage beim Stop-Loss, teste einfach mal alles durch. Alles von 20 bis 80 in Zweierschritten. So, das heißt, er testet, wie ist er mit Stop-Loss 22, 24 und so weiter. Würde ich sagen, starten. Und das waren jetzt mir eine Sekunde, hat alle Varianten durchprobiert und hat herausgefunden, was der beste Stop-Loss ist. So, wir sehen hier, der neue Stop-Loss, der ein bisschen größer ist als vorher, passt. Klicke ich auf Akzeptieren, dann haben wir den festgesetzt. Und das können wir mit allen Parametern machen. Also auch wenn ich sage, Momentum ist momentan auf 29. Ist es das Beste? Weiß ich nicht. Teste bitte mal durch von 20 bis 15. Momentan ist 29 das Beste. Machen wir auch in Zweierschritten. Zeit zu sparen, es läuft durch. Wir sind fertig und festgestellt, 50 ist hier viel besser. Sage ich auch wieder akzeptieren, bitte übernehmen. Und dann sieht der Chart auch schon mal ein bisschen besser aus. Das heißt, hier können wir noch mal ein bisschen ins Feintuning gehen und die einzelnen Parameter der Strategie optimieren. Das heißt, vom Ablauf her kann es durchaus sein, dass Sie zum Beispiel im Generator beginnen. Sie haben grob gar keine Idee. Sie kennen wirklich nur ganz grobe Kriterien. Sie schauen sich dann die Sammlung an, finden ein System, was Ihnen gefällt, gehen dann hier wiederum in die Details, können ein bisschen schauen, wie können Sie es selbst optimieren, passt das zu Ihnen und können dann hier noch weiter reingehen und dann nochmal die Einstellungen aus dem System hierüber optimieren. Das ist auch noch ein Punkt, der sehr, sehr, sehr gerne und oft genutzt wird. Ich will nicht in jede einzelne Funktion reingehen, weil das würde den Zeitrahmen etwas sprengen. Wir haben hier nochmal Monte-Carlo-Simulationen, Walk-Forwards-Tests, ganz interessante Sachen. Weitere Märkte, darauf würde ich gerne noch eingehen, weil das auch eine große Zeitersparnis ist. Unsere Strategie läuft ja momentan auf Euro-Dollar-Stundenbasis. Aber mich interessiert einfach mal weitere Märkte. Wie sieht es aus mit dem australischen, britischen, Neuseeland-Dollar? Wie laufen die Datensysteme? Klicke ich einfach auf Start und sehe sofort die Ergebnisse. Britisch Pfund, US-Dollar, ja, ist noch einigermaßen profitabel, aber die zwei anderen Assets sind nicht so interessant. Ich kann auch noch die Zeitintervalle durchgehen. Ich könnte jetzt auch alles auf Euro-Dollar wechseln und dann sämtliche Zeitintervalle durchgehen und dann durchbacktesten und würde dann auch die Ergebnisse zu sehen. Das heißt, ich spare mir hier auch noch mal mehr Arbeit. Also eigentlich sparen wir uns ständig überall Arbeit, und das auch noch ein bisschen durchzugehen. Genau, Out-of-Sample-Tests, auch noch mal schöne Funktionen, aber das wird jetzt den Rahmen noch mal sprengen. Wie gesagt, in dem Testzugang gibt es alle Funktionen bis auf den Export des Portfolio-Yields. Berichte, das kennen Sie ja auch. Ich gehe gleich auf die Fragen ein. Vielleicht kam dazu auch schon eine Frage. Wir haben noch ein paar, ich sag mal, Detail-Tabs, die Sie sich auch am besten gerne im Testzugang ansehen können, Daten und Werkzeuge. Alles, was wir jetzt so gesehen haben, eingestellt haben, können wir auch ein bisschen im Detail nochmal einstellen. Wie gesagt, wir haben hier eine Möglichkeit, unsere Kurse zu importieren. Wenn wir also sagen, die exotische Währungspaare, die gibt es hier nicht, dann gibt es hier Skripte für den MetaTrader 4 und 5. Die können Sie relativ einfach herunterladen, im MetaTrader einspielen und dann zum Beispiel Ihre eigenen Daten importieren. Das heißt, Sie müssen nicht erst online suchen danach, sondern Sie spielen das im MetaTrader ein. Er spuckt Ihnen eine Datei aus und die schieben Sie wieder hoch und dann haben Sie die Daten von Ihrem Wunsch-Asset drin. Sie können hier prinzipiell einstellen, standardmäßig nimmt ja das der IA-Generator zum Beispiel alle Daten, die ihm zur Verfügung stehen. Wenn Sie sagen, 2007 interessiert mich nicht, mich interessiert eigentlich nur ab 2015, was passiert ist, können Sie hier zum Beispiel eine globale Einstellung setzen und sagen, Startdatum wählen, und dann gehe ich auf, ja, ich sage 2003, alles ab 2003 interessiert mich, oder ich gehe ganz weit auf 2017, Januar. So, jetzt würde er, egal wo wir unterwegs sind, nur vom 01.01.2017 an bis heute testen. Das ist eine globale Einstellung, die wir vornehmen. Sowohl für das automatische Generieren, als auch für das manuelle Generieren. Ist es eine globale Einstellung? Dürfen wir nicht vergessen, wenn wir es einmal setzen, gilt halt für immer für uns. Und wir können hier nochmal die Daten einsehen. Wir haben hier Symboleinstellungen und da kommen wir wahrscheinlich zu der einen oder anderen Frage. Wie sieht es aus mit dem Spread?
Wie sieht es aus mit den Kommissionen? Können wir alles einstellen? Also ja, standardmäßig werden hier Spreads beachtet. Wir haben hier zum Beispiel im Euro-Dollar eine 10 eingetragen. Das heißt, es ist ein ganzer Pip, den wir als Spread sehen im Euro-Dollar. So, wenn wir also jetzt sagen, ja, passt nicht, erfahrungsgemäß ist er größer oder kleiner, können wir es hier einfach anpassen. Ja, wenn wir keine Kommission haben, können wir es auf Standard belassen. Oder aber wir sagen, nee, ich habe Kommission, dann trage ich die hier ein. Ne? Also ich weiß nicht, ob Sie vielleicht individuelle Konditionen haben, können Sie einfach für jedes einzelne Asset dann eintragen. Und dann wird das auch eine globale Einstellung wieder überall verwenden. Also alles, was jetzt hier einstellen im Euro-Dollar, wird für jeden einzelnen Bereich auch übernommen in dem Bereich. So, in den Einstellungen, wie gesagt, das sind schon viele Details. Wir können auch grob nochmal sagen, ich möchte zum Beispiel keine Wochenendposition haben. Überall können wir es hier einstellen. Wir können auch nochmal eine globale Einstellung uns setzen und sagen, nehmen wir zum Beispiel ADX, will ich nirgendwo haben. Ja, ADX bitte niemals verwenden, dann deaktiviere ich das hier für den Ein- und Ausstieg und dann haben wir das nicht mehr in der Generierung drin. Ne? Also wenn wir sagen, Ihr Generator, mach mal, ich habe keinen konkreten Plan, aber nutze bitte nicht den MACD und den Momentum, dann können wir es hier auch nochmal deaktivieren. So, das gilt für sämtliche Indikatoren, die wir hier haben. Okay, ich würde gleich mal auf die Fragen eingehen. Noch ein wichtiger Punkt natürlich. Wenn Sie nach dem Testzugang sagen, perfekt, gefällt mir, dann gibt es natürlich zwei Varianten, wie Sie hier länger Spaß haben können als 2 Wochen. Sie können es zum einen natürlich auch auf unserer Webseite entweder kaufen. Das können Sie entweder eine jährliche Lizenz kaufen oder Sie holen sich den lebenslangen Zugang. Und wichtig dabei ist natürlich, wenn Sie sich zum Beispiel den jährlichen Zugang holen und Systeme exportieren, Sie haben dann in dem Jahr 20 Systeme gefunden, die Systeme gehören natürlich Ihnen. Also selbst wenn Sie dann sagen, danke, ich brauche den IA-Generator nicht länger, dann haben Sie die 20 Systeme und die, ja, die gehören Ihnen. Sie haben den Quellcode und den können Sie natürlich auch noch 100 Jahre verwenden. Okay, ich würde sagen, wir nutzen die letzten Minuten und ich gehe mal auf die Fragebox ein. Kann der IA-Generator auch die Kosten und Gebühren des Tradings berücksichtigen? Ja, das ist kein Problem, das hatten wir ja gerade, ne? Gut, dass ich das reingenommen hatte. Wir können ja einfach die, wo war das bei den Daten, in Symboleinstellungen vornehmen. Deswegen ist für jeden eine individuelle Sache. Trägt er hier die Kommission und den Spread ein. Auch von mir aus die Swap-Gebühren, falls sie wirklich gravierend sind für ihre Trading-Strategien, können sie die auch manuell eintragen. Werden die Spreads berücksichtigt? Ja, perfekt, das hatten wir ja. Kann ich mir auch Berichte anzeigen lassen für das Portfolio, so wie für die Einzelstrategien? Ja, das hatten wir, ne? Das ist hier im Portfolio. Wenn ich dann das Portfolio berechne, dann habe ich hier die Performance vom Portfolio. Könnte jetzt hier auch noch das Portfolio für andere Zeitintervalle durchtesten, ne? Also ein bisschen wie quasi wie andere Märkte. Könnte auch sagen, das ganze Portfolio, also alle Strategien jetzt für den australischen Dollar einmal anwenden. Das ist ja kein Problem, dann haben wir hier die Berichte, um das da zu sehen. Das heißt, die Berichte gibt es quasi auch für das Portfolio. Die nächste Frage, gibt es hier auch Anzahl der Kerzen? Zum Beispiel 8 blaue, nein, das geht zum Beispiel nicht. Also die Frage war, können wir zum Beispiel auch einstellen, dass jetzt, weiß nicht, 8 blaue Kerzen oder 8 Kerzen positiv sein müssen, die nächste negativ sein müssen. Das ist so ein Punkt, wo natürlich wieder die Grenze vom IA-Generator ist. Also wir können jetzt nicht sagen, 7 Up-Candles und dann die nächste muss ein Down-Candle sein und dann gehe ich eine Position ein oder aus. Wie gesagt, der IA-Generator, sage ich ganz ehrlich, der kann nicht alles. Es gibt seine Grenzen. Dafür gibt es ja auch den Testzugang, um dann einfach zu sagen, komme ich mit weiter oder bin ich zu bin ich schon so fortgeschritten, dass ich sage, die Indikatoren, die bringen mir hier nichts. Ich habe Special-Indikatoren, die möchte ich hier nicht drin haben oder die habe ich hier nicht drin. Deswegen haben wir gesagt, Testzugang ist es die einfachste Möglichkeit und die schnellste Möglichkeit, um herauszufinden, passt das für mich oder passt das eher nicht. So, eine Frage hatte ich hier noch. Ist die Anzahl der Signale für Einstiege, Ausstiege auf eine bestimmte Anzahl limitiert? Oder kann man zum Beispiel auch 40 Einstiegssignale eingeben,
egal ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ja, das ist limitiert. Die Einstiege sind limitiert auf 8 Indikatoren, also 8 Kriterien besser gesagt, und die Ausstiege sind aber auf 6 limitiert. Das heißt, wir können es jetzt nicht ins Unendliche treiben, also nicht 30 Einstiegskriterien und 50 Ausstiegskriterien. Das geht nicht. Das ist ein bisschen limitiert auf eine gewisse Anzahl. Ich glaube, das waren genau Einstieg 6 und auch Einstieg 8 und Ausstieg 6. Selbst beim Generator können wir natürlich sagen, wenn ich sage, puh, ich möchte maximal 2 haben, weil ob es jetzt Sinn macht oder nicht, weil ich einfach der Meinung bin, nur 2 sollten drin sein, kann ich das ja hier zum Beispiel auch auf 2 einstellen beim Ein- und Ausstieg. Und dann würde ich auch nur noch Indikatoren oder Systeme durchtesten mit jeweils 2 Kriterien für den Ein- und Ausstieg. Genau. So, dann, genau, dann müssen wir erstmal alles durch von den Fragen. Ganz wichtig. Testzugang hatten wir, ne? Also wie gesagt, falls ein technisches Problem da ist, dann schreiben Sie uns gerne an, dann gehen morgen die Testzugänge manuell raus. Bitte, bitte ignorieren Sie die Hinweise. Sie werden wahrscheinlich an jeder Stelle in der E-Mail im Testzugang den Hinweis sehen, dass in 5 Tagen der Testzugang ausläuft. Wie gesagt, es ist extra für das Webinar heute exklusiv mit der FXPath so eingetragen im System im Hintergrund, dass es 14 Tage läuft. Und dann, sprich 2 Wochen, dann läuft das System aus. Wenn Sie vorher sagen, von mir aus nach 1-2 Tagen oder einer Woche, perfekt, mir gefällt das System, ich möchte es kaufen, dann bleiben Ihre Daten auch erhalten. Dann können Sie es ganz entspannt einfach über unsere Webseite kaufen, die jährliche Lizenz oder die Lifetime-Lizenz. Und dann wird Ihr Account automatisch einfach geupgradet. Das heißt, Ihre Strategien, die jetzt hier schon vorhanden sind und das, was Sie sich zusammen gearbeitet haben, das bleibt dann auch bestehen. Die sind dann nicht weg, Sie brauchen keinen neuen Account. Das heißt, der Übergang ist quasi nahtlos. Eine wichtige Sache, das hatte ich noch ganz vergessen, das wird von vielen gefragt, verständlich, ist die Frage, wo liegen eigentlich meine Daten? Ja. Natürlich, wenn Sie viel Arbeit investieren oder Zeit investieren, dann möchten Sie nicht, dass wir Ihre Strategien kennen. Kennen wir auch nicht. Wenn ich jetzt den Browser schließe und mich morgen wieder einlogge, ja, dann sind die ganzen Daten, also meine Strategien und so weiter, alle noch vorhanden. Aber sie liegen nicht auf unserem Server, sondern sie liegen hier bei mir lokal im Browser-Cache. Das heißt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel an einem anderen PC oder Mac einlogge, dann sind die Daten in meinem Account nicht vorhanden, weil sie einfach lokal gespeichert sind. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Browser-Cache löschen würde, alle Daten löschen würde oder einen anderen Browser nutze, dann sind die Daten auch nicht da. Das heißt, die Berechnungen, das heißt, die unangenehme Arbeitslast wird auf unseren Servern ausgelagert, aber die Endergebnisse, die liegen nur bei Ihnen in Ihrem Browser lokal. Das heißt, da brauchen Sie, müssen Sie keine Sorge haben, dass wir im Hintergrund da sitzen und sagen, wow, super, Max Mustermann hat hier wieder was Tolles hinbekommen. Das kopiere ich mir jetzt und das lasse ich auch laufen. Nein, so ist es nicht. Deswegen, das werden Sie selbst merken, das können Sie auch ganz einfach selbst testen. Wenn Sie mehrere PCs haben, dann loggen Sie sich mal woanders ein. Dann werden Sie hier Ihre Strategien, die Sie zusammengeklickt haben, nicht sehen. So, eine Frage haben wir noch. Könnte ich die erweiterte Testphase auch noch in 2 Wochen mit Bezug auf dieses Webinar bekommen, da ich noch im Urlaub bin? Ja, schön, dass Sie im Urlaub sind. Bei dem Wetter momentan lohnt sich das auf jeden Fall, wenn man hier aus dem Fenster guckt. Ja, ist kein Problem. Wir müssen es nur alles im System eintragen können. Deswegen meine Bitte einfach gerne von mir aus heute kurz unser Kontaktformular nutzen oder eine E-Mail einfach schreiben. Auf der Webseite oben steht es ja. Einfach ganz kurz nur darum bitten, wann wir die Testphase starten sollen, dass Sie aus dem Webinar kommen und dann ist es im System eingetragen. Dann ist es kein Problem. Dann vermerkt man das so und wir sagen, Sie sind in 2 Wochen da, dann starten wir es in 2 Wochen. Wichtig ist nur, ganz, ganz wichtig, wer jetzt den Zugang testen oder starten möchte, der gerne jetzt beantragen. Wer irgendwie gerade im Urlaub ist oder verhindert ist, bitte heute anschreiben. So, und wir können, wenn jemand morgen oder übermorgen oder nächste Woche ankommt und auf das Webinar verweist, das wäre zu viel Aufwand, das im System zu hinterlegen, wer wo wann startet. Deswegen alles, was heute reinkommt, bekommt seine 2 Wochen, ob per E-Mail oder direkt beantragt. Der bekommt, wie gesagt, versprochen seine 2 Wochen. Wir fragen nach keinen Kreditkartendaten oder irgendwas ab. Wenn es Ihnen nicht gefällt, dann freut es mich trotzdem, dass Sie es wenigstens probiert haben. Sie müssen noch nichts kündigen. Da fallen keine Kosten an. Sie haben ein neues Tool getestet. Wir freuen uns drüber. Also da müssen wir keine Sorge haben, dass dann die Waschmaschine nach Hause geliefert wird.
Ja, ansonsten, vielleicht sehen Sie sich jetzt auch gerade die Aufzeichnung an und sind nicht live beim Webinar dabei. Dann können Sie natürlich gerne die Kommentarfunktion nutzen hier bei YouTube oder Sie schreiben einfach je nachdem, was für eine Frage Sie haben, direkt FXBird an. Falls Sie vielleicht Fragen haben zum MetaTrader oder zu den Kontokonditionen oder wenn Sie direkt Fragen zum ER-Generator haben, können Sie uns gerne von AlgoCamp anschreiben oder je nachdem, falls Sie sagen, Sie möchten trotzdem FXBird fragen, können Sie natürlich auch da nach den ER-Generator fragen, kein Problem. Wir werden es wahrscheinlich intern lösen und dann bekommen Sie auch da die Antwort. Also egal, wen Sie anschreiben, die Hilfe lauert überall. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir unsere Punktlandung heute gemacht, Nelson. Ich würde schon mal sagen, vielen, vielen Dank an alle, die heute die letzten 60 Minuten mit uns verbracht haben. Freut mich, dass Sie Zeit gefunden haben, dass Sie sich für das Thema Algo-Trading interessieren. Wie gesagt, wir machen das jetzt auch schon seit, ich glaube, 8 Jahren mit der AlgoCamp GmbH. Wir sitzen in Berlin, wir sitzen nicht in Dubai oder irgendwo auf Malta und verstecken uns irgendwo. Das heißt, deswegen, wir versuchen die Fahne sauber oben zu halten. Wir wollen so ein bisschen das Thema Algo-Trading natürlich aus dem Dreck ziehen. Wir sind nicht die, die mit dem Lambo in den Werbevideos sitzen und sagen, komm in den E-Generator-Club, hier läuft's, hier kommen die Millionen rein. Das ist nicht unser Thema. Manchmal ist Algo-Trading langweilig, aber so ist die Realität und wir bleiben da mal bei der Realität. Und deswegen von mir vielen Dank an Nelson, dass wir heute wieder die Zeit hatten. Vielen Dank an jeden Teilnehmer. Und ich würde sagen, Ihnen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Ja, super. Vielen, vielen Dank für das Webinar heute. Ansonsten hast du alles schon gesagt. Ich danke allen Teilnehmern, die heute live dabei waren und natürlich auch hier aktiv im Chat mitgemacht haben und Fragen gestellt haben. So wird das Webinar auch für den Referenten spannender. Vielen Dank dafür. Einen schönen Abend, eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auch für die Positionen auf. Und ja, sehr gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao. No!